Ich weiß nicht, ey, ob Viola und ich noch Freunde werden, wer kann es sagen. Leute, willkommen zurück zu Bayonetta 3. Ja, viel erfahren beim letzten Mal und ja, viel theorisiert und Vermutungen angestellt, die bestimmt sich als wahr behaupten werden. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch eine neue Bonusmission freigeschaltet und ich hoffe ja wirklich sehr auf eine neue Dämonenkraft. Ja, weil wir hatten bisher nur eine und ja, ach man, Viola, sorry, du bist schon cool und lässig, aber du bist mir vielleicht ein bisschen zu ungezügelt. Ja, deswegen erstmal wieder schön mit Bayonetta. Ja, yeah, let's go. So, wobei natürlich, wenn wir jetzt wirklich eine Dämonenwaffe kriegen, ist ja ein bisschen dahingehend doof, weil wir haben ja mit Bayonetta auch diesen geilen Zug jetzt. Das hatten wir schon vorher, aber auch diese Zugwaffe, die würde ich ja auch gerne benutzen, ne? Ach man, ey, wow. Aber deswegen, na, wir gucken mal. Vielleicht habe ich ja noch einen frei. Vielleicht ist er erst das nächste Mal. Okay, es ist mal wieder sowas. 5 Sachen denn in der ganzen Welt verteilt finden. Ja, sollte ja endlich schnell gehen. Mit ein bisschen Trial and Error natürlich. Wir gucken mal. So, wo denn jetzt? Ja, ich erkenne diese Orte wieder. Da sind die weit verteilt. Und bei irgendeinem ist doch auch wieder Kampf angesagt. Dann kommen wir beim letzten. Und ich bitte nicht über den Sand. Bitte nicht über sich bewegenden Sand. Das wäre so mies. Okay, und da ist dann halt. Das ist ja bei Wodan eigentlich. Okay, gut. So ist wieder alles wieder gehighlightet hier. So, der ist hier am nächsten dran. Oh Mist. Ich sollte vielleicht die Spinne nehmen, ne? Dann bin ich schneller unterwegs. So. Ups. Ups. Ja, ich sollte wirklich die Spinne nehmen. Also kann ich jetzt schon nicht mehr machen. Oh, so, verdammt. Ja, ganz schnell wiederholen und laufen. Alter. Warte, wie langsam sie ist. Trappen. So, okay. Jups. Jups. So. Habe ich die jetzt einsammelt? Habe ich einsammelt, ne? Gut, dann ignoriere ich den, ist ja klar. Oh, kommt in diese kleine Loch darin oder was? So, hups. So, wo ist der nächste? Ne, erstmal der hier. Ja, komm, Leute, die werden jetzt ignoriert. Ne, entschuldigt. Hups. Jups. Ach, verdammt. Ah, nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Okay, kann man gegen den Strom anlaufen? Oh, wäre die Zeit. Hups. Och nein, okay, das ist ganz schlecht. Aber rückwärts ist auch schlecht. Och. Och, Mann. Und schon die Kairo-Mucke erstmal. Ach ja. Ja, komm, dann geht. Mann, Bayonetta, der rutscht ja auch so doof runter. Okay, dann geh erstmal so auf Land. Ist ja eh besser. So. Hups. Da schießt du, ist mir doch egal. Hups. So, 3. Keine Ahnung warum. Jups. So. Hups. Okay, dann gleich. Wow. Renn bei da los. Oder schlängel deinen Weg. Gut, okay, deswegen ist aber eigentlich sehr, sehr einfach. Ich habe jetzt bestimmt schon bloß viel zu viel Zeit verpasst für den letzten Fight oder was auch immer da kommt. So. Warte mal, eins habe ich noch vergessen. Eins ist ja doch nochmal auf der anderen Seite. Hä? Wollt ihr das? Oh, okay, das. Hä? Ich dachte, jetzt geht die dann noch weiter. Ach, herrje. Das ist da jetzt echt ganz hinten. Na gut, komm. Das ist aber vielleicht gar kein Kampf mehr. Hups. Jups. So, Vorsicht zu. Och, Mann. Ja, Luftkontrolle ist nicht immer so leicht. Muss ich ja wirklich. Ja, sieht doch, wann hätte doch endlich zählen können. So. Schlingel dich, Bayonetta. Schlingel dich. Hups. Oh, Mann, das ist noch ein Kampf, ich sehe doch schon. So. Hups. Okay, das lief jetzt gut. Oh, noch 110 Sekunden, damit ich schaffe noch, da einen Kampf zu meistern. Egal, mit meinen Phantomfreunden, das wird alles hier. Die Eurone, die ist so mega stark. Vergesst das nicht. Oh, okay, komm her hier. Boah, da lernt so ein Stier, alles klar. Ah, schön wieder ausweichen, Leute, geil. Schon wieder ausweichen können. Boom. So, komm raus. Alraune, spieß ihn auf. Bum, 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 bum. Alter, wie man nichts sieht, ne? Wenn er einen noch in die Ecke reindrängt, Alter. Boom, alles klar, boah. So, wir können ihn sogar gerade ein bisschen betäubt, ne? So, komm, was? Nein, okay, meine Dämonen. Okay, einfach zerstört, alles klar.
Ihr könnt es vielleicht noch schaffen, hier. Sonst muss ich echt im Sand ein bisschen weiter aufpassen. Menno! Boah, Alter, wie richtig da... Alter, was zur Hölle? Oh, weil der wird aber knapp, ey, der wird aber knapp. Wenn du vor allem... Ah, nein! Nein, okay, hab ich nicht geschafft. Ja, ich hab zu lange im Sand um die Eier, Mann! Oh, zu lange im Sand, ey. Oh, aber muss ich das jetzt echt mit ihr machen? Halt nicht irgendwie die Chance, irgendwie mal mich hier schnell zu wechseln? Ich hab doch mal die Chance, oder? So, wartet mal, Waffe. Nee, das, hier, Waffen. So. Ich hab ich ja die ganze Zeit schon ausgewählt. Ach man, wie wechsel ich nochmal mit... Warte mal, war doch mit... So, okay, ach ja, sorry. Ja, weil ich da, weil ich wieder Violetta gespielt habe. Muss ich erstmal überlegen, okay, wie war jetzt nochmal Bayonettas Waffenswitch? Wie war denn das nochmal? Deswegen weiß ich nicht. Kann sein, dass ich zu alt werde, ne? Oder, zu selten denn mal zocke und aufnehme. Aber weil, wie gesagt, mit so verschiedenen Spielstilen, die dann so nacheinander... das ist natürlich... So, komm, dafür mache ich ihn jetzt aber mal zuerst, weil der ist eh näher dran, ne? Dieser Kampf, da gehe ich jetzt mal zuerst hin. So, okay. Hups. Juppala. Ich bin schon längst gesprungen. So, bei dem Kampf muss ich sowieso machen. Das andere wird der Bus nur eingesammelt. So, einen habe ich. Yay. Juppala. Juppala. Oh, dieser Bus kommt jetzt hier nicht raus. Na komm, wie konntest du denn hier so doof runterfallen? Bayonetta, also wirklich jetzt. So, okay. So, ganz schnell. So. Mit der Spinne ist doch auch cool. So, machen wir den jetzt zuerst fertig. Und dann wird nur eine sammeln. Let's go, man, let's go. Yeah. Stich. Alter, wie schnell das geht. Ich glaube, weil ich auch die Spinne schon gut gelevelt habe, ne? So, ja, dann schnapp dir doch wieder mein Vieh, wenn du willst. Too late, Adam. Los, spieß ihn auf. Boah, schön spieß. So. Oh, my turn. Ey, sorry, Leute, der Spießer hier ist richtig geil. So, dann kommst du nochmal her und hilfst mit deinen Dornen. Düdendüm. So, okay, okay. Das ist eigentlich ganz cool, ey. Der ist voll abgelenkt von meinen Dämonen, denn. Der ist voll abgelenkt. Und da kann ich richtig schön angreifen. Wir sind gar nicht mehr so verkehrt hier. Ach, man, aus, wenn er natürlich rumsinkt. Was soll denn das immer? So. Naja, geil. So. Okay, schnell einsammeln das zweite Ding. So, hups. Tada! So, sieht doch, der ging richtig schön schnell. Ey, da wird ja locker noch Zeit. Über 120 Sekunden. Das sind natürlich die richtigen Entfernungen. Ja, also das ist ja am nächsten dran, ne? Oh, Mann. Jetzt hab ich schon zu weit in die Ferne geguckt. Benetta, kannst du bitte rauf da? Benetta. Jetzt sag bloß, du kommst jetzt nicht hoch. Was zum... Och. Wie kann denn das sein? Ey, du bist eine Hexe. Wie kann denn das sein, dass du da... Ja, richtig schnell Button mashen. Ey, komm jetzt, den will ich nicht normal machen. Boah, ey, wie sie da runterfällt immer. So. Okay, wo ist denn der? Wo bin ich jetzt hier? Hups. So, wird hier richtig schon rumgeschwungen. Alles klar, den hab ich. So. Nein, ey, Mann, ich springe doch immer. Oh, das ist so fies. Ich springe eigentlich immer richtig schnell, wo ist denn irgendwie die Hitbox? Ich werde richtig schnell eingesaugt vom Sand. Der, ne. Okay, jetzt los. Hups. Tram. So, kurz abgepasst. So, jetzt nochmal hier. Ich muss echt schon einfach früher springen, glaube ich. Sonst werde ich hier einfach nicht ernst genommen. So, seht ihr? Ist das geil? So, ups. So, hoppala. Und nicht perfekt draufgelandet, war so klar. Obwohl fast so aussah. Aber dann ist die Spinne doch wohl ein bisschen zu klein, ups. So, wenigstens sind die Dinger hier jetzt wenigstens nicht so, dass die versinken. Na komm, das schaffen wir aber noch. Ups. Das ist locker zu schaffen. Aber es am Anfang ein bisschen doof mit dem ganzen Sand. Ich seht ja ein. Aber hey, egal. Spinni. Hat's geschafft. So, was wird das bringen? Zwo. Vielleicht gleich einfach einen kompletten Herzcontainer? Hm?
Oh nee, noch besser, eine komplette Mondperle. So, sehr schön. Fast geschafft, guck mal, fast ja nicht schlecht. Zwingsilber, gut, also noch keine neue Dämonenwaffe. Ja, dann probieren wir schön den Zug aus. Tada, Silber. So, ich freue mich aber jetzt schon echt wieder, Bayonetta zu spielen. Yeah. Think you've had enough for now. So, Gunn. Dann wieder schön alles darauf achten, wo sind die nächsten Umbra-Tränen, werde ich alles finden, werde ich alles wieder verpassen. Aber die Bestellung wird da nicht ganz gut, oder? So, Kapitel 8. Ein quakender Chor? Okay. Warum? Wieso ein quakender Chor? Bayonetta, was hast du denn vor? Oder sag nicht, ich spiele doch noch irgendwie Viola weiter, die ja Luca hinterher rennt. Aber nee, okay, gut. Ich bin sie. Ach, schön. Schön. Da twiste ich gleich wieder rum. Yeah, easy. Was? Samalek? In Kairo? Samalek? Sagt mir so gar nichts. Vor durch so eine Steinhülle. Gut, dann lass mich jetzt erstmal kurz switchen. Ja, die Waffen. Okay, das erste, was wir suchen, ist der Frosch. So, die haben wir jetzt schon zur Genüge gesehen. Unsere Bonuswaffe ist richtig cool. So, aber das hier ist neu. Alter, Endstation Express. Voll geil. So, tschuss. Ja, und zur Not nehme ich nochmal die Spinne, falls wieder was mit Lava ist. Alter, okay, das ist ja... Ja, ist das eine Säge? Ja, ne, oder? Irgendwie ein Schwert. Ach, das ist bestimmt eh wieder alles im Alm. Okay, gut. Dann nochmal ein bisschen hier gucken. Oh, Mann, ey. Hier neue... Ah, die sind ja wohl die Kostüme und Farben. Ja, weiß ich noch nicht. Wartet mal. Dann auch noch gleich mal ein bisschen den Dämonen hier aufrüsten. Ja, nur ein bisschen. So, ich glaube, ich gebe ihr mal... Gebe ich ihr Mana? Na, Viola bräuchte ich vielleicht auch ein bisschen noch, aber... Nee, komm. Krieg mal wieder... Bayonetta! Schon! Ultramage. Das ist mal ganz schön wenig, ne? Aber gut, okay. So, dann jetzt hier der Eisenbahn-Demon. Guck mal, das ist ja alles nur eigentlich so... Das ist auch ganz schön teuer. Warte mal hier, guck mal, die kleinen Dinger. So, Alter! Okay, gut. Her damit. Guck mal, ich bin ja gerade wieder die Flash schon im Vorschaubild. So, gib mal alles her. Oh, das ist mit R halten, okay. Du. Heute schon wieder so viele Sachen hier eigentlich. So, den Dämon habe ich gar nicht ausgerüstet. Na, aber soll ich den auch vielleicht mal wieder mit drin nehmen? Den Dämon an sich kennen wir den ja. Den Zug. Der ist ja auch schon cool. Immer mussten wir von der Story den ja mitnehmen. Okay, ich glaube, er sollte es erstmal reichen. Es reicht. So. Boah. Alter, was ist das denn für ein Ding? Alter, okay, einfach so eine Kettensäge. Das ist der Schuss. Boah, das ist ja krass. Okay, Leute, wir gehen erstmal natürlich wieder. Jawoll! Alter, da rennt niemand sofort in der Eisenbahn. So, okay. Ich wollte nur erstmal zurück, um zu gucken, ob nicht wieder irgendwas auf uns wartet, aber nein. Alles verschlossen. Ach man, Leute, warum sind denn Eisenbahnen so cool? Kann mir das mal einer sagen? So, wo schleicht sie sich denn jetzt hier durch? Und in diesem Universum haben wir noch keine Bayonetta getroffen. Deswegen ist er ein bisschen merkwürdig heute. Was ist ein bisschen, was hier los? Boah! Alter, wie cool! An einer Oase! Boah, wie hübsch das hier ist. Die muss ich aber alles wieder mir angucken, Leute. Ich muss alles angucken. Wow! Okay, die schwingt nicht durch die Luft. Sie macht. Alter, einfach so ein mega Raser nach vorne. Ja, quer durch die Luft. Alles klar. So, komm, hier ist ja bestimmt irgendwo der Frosch. Oh, am Teich, wollte ich gerade sagen. Was zum... Ah, hier sind wir zum ersten Mal regulär diesen Gegner. Obwohl wir ihn ja schon in der Bonusmission gesehen haben. Castellanus. Den kennen wir ja schon. Der hat jetzt ein Schutzschild und ich muss erst seine Schichten runterballern. Oh je. So, na denn. Gleich mal losballern. Warte mal. Rechner, kann ich doch nah an dem Rand? Nee, okay, die ist echt die Schutzschildwand. Aber das sieht ja nicht so aus. Okay, da hat meine Dämonen können aber durch. Boom. Machen wir hier alles schön kaputt hier. Bam, 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 boom, boom, boom. Yeah, Alter.
Okay, ich wollte eigentlich gerade den Kill da machen, aber jetzt nicht geklappt. Au, au, au. Wer ballert denn hier rum? Jetzt wird erstmal zerslash an. Okay, irgendwie Violetta schlägt komplett daneben. Warum? So. Okay, ich muss aber hier echt mit ihr immer durchschlagen. So, bam, bum, bum, bum. Schön runterballern die ganzen Dinger. So, guck mal, was kommt doch da? Da fliegt irgendwas raus, ne? Verstehe. Go, yeah. So, boom. Wie sie als Motorrad hier rumfährt. Was zur Hölle? Das ist ja übelst crazy. Oh, der macht da seine Händchen da. Pass auf, seine Hände. Erstmal kurz hier rumfahren. Alter, wie schnell die hinterherkommen, ist schon klar. Oh yeah, so bam. Und komm ab hier. So, überfahren. Jetzt machen wir ein paar Dinger hier raus. Los. Geh mal hin. Oh, was? Okay, irgendwie kam jetzt einfach nicht raus. Okay, wisst ihr was, denn ist der Dämon halt doof. So, dann muss ich mal hier dahin boxen. Guck mal, wie schön das geht hier. Mann, die muss in meiner Zeit abgeballert. Und da schwebt irgendwas rum im Hintergrund. Ich weiß nicht, was ist. Alter! So, jetzt komm raus hier, box das Ding um. Kick es weg. Aua. Okay, jetzt wurde mein Dämon natürlich erstmal abgeballert. Mann, diese Tschutsche. Ne, die kommen nicht mehr heran. Ich hab ihn aber gleich. Mann, ey, das ist irgendwie, denkt man, die sind schon längst tot, aber irgendwie passiert das nicht. So, kick doch mal das Ding da weg. Gut, so, Schild ist down, Alter. So. Ich bin hier schon die Vene abgesägt. Hause mich nur, aber nicht lange ausgehalten hier. Mann! Fies, Mann! So, wow, wow, so. Los, Lady Butterfly, du machst mal die Königin der Herzen, Alter, komm her! Oh, yeah, boom! Erste Zeile ist down. Boah, ey, man sieht das ja nicht. Voll gemein. Oh, du Opfer, so ein Laser, ist klar. Da braucht man zum Schießen. Too late! Also mit den Ketten ist geil, ey, dass sie dann so droppen. Right on time! Tschüss, Mann! So, ich hoffe, mit dem Zug muss ich mich aber erst noch. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Da denkt man eigentlich echt, der hat so eine riesen Reichweite, aber ihr habt da gesehen, voll oft daneben geschlagen, vor allem bei so kleinen Gegnern. Aber gut, das war der erste Streich. Princess, you must not follow. Is that John? And Princess, you must be joking. Hm, okay, alternative John des Universums. Was ist hier, was geht denn hier ab? Oh, guck mal, einfach richtig viele Verse. So, ich muss da hinterher springen. Okay, habe ich ja sogar noch ein bisschen Zeit, weil ich da runter muss. Dann können wir uns jetzt mal richtig schön hier oben nach oben gucken. Oh, Wärme, das wird ja. Das kann ja was werden. Erstmal Zug hier rumfahren. Ach man, der Zug, ey. So, ist hier Wasser oder Sand? Wasser. Ah. So, kein Frosch hier irgendwo? Hups. Oh, kann ich hier rennen? Nee, leider nicht. Ist er das nicht? Okay, das ist gemein. Das ist anscheinend ein anderer Frosch. Das ist ja fies. Kann ich den einfach umbringen? Ey, wie fies ist das denn? Das ist nicht der richtige Frosch. Oder ist das ein Bug? Nee, der ist ja auch ein bisschen gelber und goldener. Oh, wie gemein. Ja, nicht, dass ich jetzt aber den hier, dass ich jetzt denke, okay, den gibst du hier wohl nicht, aber den vielleicht doch, oder was? Oh nein, auch noch so was.
Okay, schön da hoch an diese komischen... Jetzt sieht ja fast aus wie so eine Windmühlenräder. Ob die hier schon Strom oder sowas produzieren? Verdammt mich. So, okay, aber schau ich jetzt, kann ich damit irgendwas die Wand hochfahren? Uff, so ganz ruhig bin ich da. Oh Mann. Hups. Na toll, Mann, ich sehe halt das nicht, ne? Das ist ja richtig fies so. Wir sind all so weit weg. Kann ich mit irgendwas die Wand hochfahren? Nee, kann nur bloß so hochlaufen. Wie soll ich denn das denn kriegen? Naja, okay. Ich probier's nochmal. Ah, dann ist aber, glaube ich, schon auch der Part an sich für heute vorbei. Wie so mit dem Ding, wie auf so einem Motorrad rumfährt. So, ich habe gesehen, da sind noch zwei Verse, die sehe ich noch. Und ich gucke einfach mal alle Teiche ab. Vielleicht sitzt auch in jedem Teich ein Frosch drin oder so und einer ist halt dann halt der echte. Der richtige. Servus, wie komme ich da jetzt hin? Ist ein bisschen seltsam, ne? Müsste doch zugehen. So. Sind das hier eingesammelt? So, denn das hier kriege ich ja auch, aber ich komme halt hier nicht hoch. Hier gibt es keine... In die Lücken kann ich nicht rein. Auch wenn es so aussieht. Ne, guck, ich kann da nicht rein in die Lücken. Na okay, dann, ach, dann muss ich das mit der Spinne machen. Anscheinend, oder wie? Ja, mit der Spinne ist natürlich... Ja, okay, gut. Ach, warum ist denn immer... Was, stehe auf der Spitze der Windmühle. Okay, das war mit der Spinne. Warum muss man denn immer so viel mit der Spinne machen? Die ist richtig MVP. Die musste man schon so oft... Ich dachte mir von wegen, ach, jetzt kann ich mal eine andere Waffe nehmen. Falsch. Du brauchst die Spinne jetzt für eine Quest. Okay. Okay, ich kriege aber hin. Jetzt weiß ich ja Bescheid. So, da schwinge ich einfach hin, da kletter ich dann hoch und dann zack zum anderen Ding ohne rüber. Dann geil. Auch wenn die Zeit ist, knapp bemessen. So, na dann. Ups. So, erstmal rauf. So. Ja. Och Mensch. So, was ist denn da? Was macht sie denn? Die soll springen. Hä? Mann, was ist denn jetzt los? Kletter da hoch. Nein, was? Was tut sie denn? Ich kann nicht mehr. Okay, die bleibt überall hängen. Bleibt einfach überall hängen. Was ist das denn? Mann! Okay, hole ich erstmal die, wo ich einfach hochklettern muss. Ich mach mal in der Reihenfolge ein bisschen anders. Ne, so wird es zwar angezeigt, aber ey, da ist so fummelig da zwischen den Säulen. Dann klebe ich überall fest und glitscht da durch und. Nee. Ich gehe erstmal da hoch. Und dann auch da hoch und dann einfach auf dem Rückweg. So. So, pass auf jetzt hier. Passt auf hier. So, jetzt geht's los hier. So, kletter. Nein, Bayonetta nicht an der Wand da hoch. So. Got it. So. Jetzt kann er nicht, kann er nicht unendlich klettern, ich weiß. Ne? So, jetzt hoch da. So. Ups, Double Jump. Alles klar. Oh Mann, ey. So. Gut. Das hätten wir. Und wieder war die Spinne MVP. Oh, gleich noch eine Magic Bowl zusammengemixt. Sehr schön. Teile fügen sich zusammen. Uff, komm, lass uns die gleich mal ausrüsten, bevor ich sie wieder vergesse. Aber dann, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Das war doch wieder cool. Ägypten. Ich bin gespannt. So, komm, eiskalt. Kriegt einfach Bayonetta. Eiskalt, yeah. So, noch ein bisschen mehr Mana. Gut. Leute, vielen, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ich werde mich halt beim nächsten Mal nochmal hier umgucken. Das ist ein Riesengebiet. Gerade erst frisch entdeckt, große Fläche. Und der Frosch, der verwirrt mich. Aber beim nächsten Mal zeige ich ihm, wo der Frosch die Locken hat. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.